So, und damit herzlich willkommen zurück bei Morrowind. Ja, wir haben es soweit. Hallo. Geschafft. Fast alle sind überzeugt von Haus Redoran, dass wir der neue Hortator werden. Bis auf einer. Und der hat uns herausgefordert mit einem Duell auf Leben und Tod. Wollen wir doch mal sehen, wie kräftig dieses Kerlchen wirklich ist. Dafür müssen wir einmal in die Arena. Die Arena war, glaube ich... Ach genau, da lang. Passt. Ja. Kann man da einfach rüberlaufen? Naja. Okay, das heißt einmal kurz... Bisschen. Das könnte wehtun. Nein. Wow. Na gut. Wir müssen in die Grube rein. Das heißt, oh Gott, wie kann man dann nochmal in die Grube rein? Ich glaube über die Bodensektion, aber ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Vivek sei gepriesen. Ja, ja. Die mögen uns tatsächlich noch. Das sind die Kanäle. Mal schauen. Seid gegrüßt. Ich stehe zu eurem Dienst. Hä, wieso Redoran? Ich sollte vielleicht auch darauf achten, wo ich bin. Ups. Hä? Da ist die Arena. Mir kam das gerade eben schon so spanisch vor. Ups. Ja. Arena-Bodensektion. Das klingt doch schon viel, viel besser. So. Mal einmal schauen, dass wir hier auch richtig landen. Grube. Juhu. Hier wollen wir rein, ne? Also. Au. So. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. Ich habe Bolvün in einem Duell getötet. Es ist bedauernswert, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich sollte noch einmal mit Atyn Sareti sprechen, um zum Hortator ernannt zu werden. Alit Klärchen. Oh ja, komm, nehme mit. Ebenerz, Ebenerz. Wertvolle Dinge. So, bevor das hier wieder irgendwie rumwirkt. So. Dann sehen wir mal zu, dass wir ganz flink zum Hortator ernannt werden. Da ist viel zu viel Gedöns dabei. So. Dann noch einmal zum Häuschen Sareti. Müsste das hier links gewesen sein? Ja, genau. Na also. Haben wir hier auch gleich ein bisschen mit aufgeräumt. Ihr bringt Hallo. Mir Glück. Wie kann ich euch helfen? Relativ einfach. Ich werde euch als den Redoran Hortator unterstützen. Ich werde versuchen, meinen Einfluss auf die anderen Ratsherren zu nutzen. Der Rat von Haus Redoran ist sich einig. Ihr seid Hortator von Haus Redoran. Ich hoffe, dass eure... Bemühungen, den übrigen Teil Morrowinds gegen Dagoth Ur und seine pestgeplagte Brut zu vereinen, der gleiche Erfolg beschert sein wird. Im Namen des Hauses und des Rates ernehmt den Ring des Hortators, ein Zeichen eures Amtes. An diesem Ring soll man euch als unseren auserwählten Kriegsfürst erkennen. Ich habe noch ein versiegeltes Paket für euch. Ich weiß nicht, was es enthält. Ich bekam es von einem hochrangigen Tempelmitglied. Vermutlich hat es irgendetwas mit der Haltung des Tempels zu eurem Anspruch zu tun, die nerevarinischen Prophezeiungen zu erfüllen. Hier habt ihr noch ein Exemplar einer kürzlich erschienenen Bekanntmachung, die euch als Agent des Kaisers
Volkes identifiziert. Bin von eurer Ehrlichkeit überzeugt, doch andere mögen euch nicht so viel Verständnis entgegenbringen. Gut. Mal kurz drüber schauen. Botschaft von Starbord Uhr, der Fremde, heiliger Nereva. Eben Flüche, Prophezeiung. Was war das da? Aha. Das ist irgendeine Nachricht von sehr viel früher. Fortschritt der Wahrheit. Werkzeuge. Aha. Ein Umschlag, der mit einem anonymen Siegel verschlossen ist und ein einseitiges, nicht unterschriebenes Dokument enthält. Auf der Vorderseite des Umschlags an den Fremdländer, der sich seit neuestem als der Nerevarine bezeichnet, eilig zu überbringen. Das Dokument. Die Behauptungen, die in direktem Widerspruch zur Doktrin des Tribunals aufgestellt werden, nämlich, dass ihr der Nerevarine seid, die Wiedergeburt des heiligen Fürsten Nereva, sind nicht nur gegen die Lehren des Tempels, sondern auch in höchstem Maße ungeheuerlich und unglaubwürdig. Durch die Enthüllungen der Inquisition, die kürzlich beweiskräftig durch den hohen fürstlichen Erzordinator Beryl Sala vorgelegt wurden und die beweisen, dass ihr ein Agent des kaiserlichen Geheimdienstes, auch bekannt als der Orden der Klingen seid, werden eure Glaubwürdigkeit und eure Motive noch weiter in Frage gestellt. Trotzdem ist so ungeheuerlich und im Widerspruch zu den Lehren des Tempels eure Ansprüche auch sein mögen, und selbst wenn ihr dem Kaiser sehr nahe steht und in seine Geheimpolitik verwickelt seid, den Interessen des Tempels und seiner Führer, speziell seiner Unsterblichen durchlaucht, wie weg, am besten gedient mit einer gründlichen persönlichen Untersuchung der gestellten Ansprüche sowie der Person, die diese Ansprüche stellt. Der Tempel ist durch die Nachforschung in seinen Aufzeichnungen, speziell der Hierographa und der Apographa, eng vertraut mit den verschiedenen Zeichen und Handlungen, an denen der Prophezeiung zufolge der Nerevarine erkennbar sein soll. Solltet ihr also über bestimmte grundlegende Merkmale verfügen und Träger der verschiedenen althergebrachten Titel der Dunmar sein, das heißt Hortator der Fürstenhäuser und Nereverina der aschländischen Stämme, so schlägt der Tempel vor, dass ihr euch zwecks einer genaueren Betrachtung eurer Ansprüche bei dem ehrwürdigen Erzkantoniker Fürst Toler Sarioni, hoher Erzordinator und Kanzler von Vivek, Erzkanoniker des Kanonikats von Wadenfell, Erzpriester des Hohen Tempels, vorstellt. Hä? Solange ihr jedoch als Anspruchsteller nicht gleichzeitig und unabhängig von den drei Fürstenhäusern von Fadenfeld zum Hortator ernannt werdet und euch nicht gleichzeitig und unabhängig die vier Stämme der Aschländer als Nerevarine anerkennen, gibt es keinen Anlass, die Ansprüche überhaupt zu diskutieren. Aufgrund der offiziellen Position des Tempels zu den nerevarinischen Prophezeiungen und ihm und um den Anwärter der eventuellen Dritten zu schützen, die ihm Schaden zufügen wollen, ist es angebracht, dass sich der Anwärter im Geheimen bei Erzkanoniker Sarioni in seinen Privatquartieren im Hohen Tempel von Vivek vorstellt. Wenn ihr mit diesen Bedingungen für ein Treffen mit dem Erzkanoniker einverstanden seid, so mögt ihr den Heiler des Hohen Tempels von Vivek dann so Indules aufsuchen, um die notwendigen Absprachen zu treffen. Noch einmal, ein Treffen macht keinen Sinn, solange der Anspruchsteller nicht Hortator der drei Fürstenhäuser ist und von den vier aschländischen Stämmen als Nerevarine anerkannt wird. Verfasst auf Anweisung und im Namen des erzwürdigen Toler Sarioni, Erzkanoniker und Kanzler von Vivek, die Leno Loran, Priester von Vivek und Assistent des Erzkanonikers. Okay, alles klärchen. Na, das nenne ich mal Brief. So, öffentliche Bekanntmachung. Viel geliebtes Volk von Morrowind, gebt Acht, seid gewarnt. Der gesetzlose... Ihr mich auch? Seines Zeichens... Okay.
hätten wir vielleicht am Anfang anders nennen sollen, jetzt ist es wurscht. Auch als Verkörperung und Nereverine bekannt, hat sich jetzt durch die Untersuchung der Ordinatoren und Richter des Bezirks als Agent im Dienste des kaiserlichen Geheimdienstes erwiesen. Der Anspruch dieses Geächteten ist falsch, die Prophezeiungen, die er ziert, sind zweifelhaft. Der unredliche Charakter und die niederträchtigen Absichten des Gesetzlosen beim Verüben dieses Betrugs sind nun für jeden Betrachter offensichtlich geworden. Sie wird wegen mehrerer Verbrechen von den Ordinatoren und Stadtwachen gesucht. Jede Begegnung mit diesen Geächten ist den zuständigen Behörden zu melden. Wenn ihr diesen Gesetzlosen in der Öffentlichkeit seht, schlagt Alarm. Veröffentlicht bei den Bevollmächtigten des Tempels, dem Orden und der Wachsamkeit, dem Magistraten des Bezirkes Wadenfell, signiert und autorisiert vom Großmeister Beryl Sala, Hauptmann der Wache. Höret und gibt Acht. Yay. Kacke. Kopfgeld haben wir aber, glaube ich, keins, ne? Ne, kein Kopfgeld. Und ich glaube, wir sind auch immer noch Mitglied des Tempels. Ja, wir sind immer noch Patriarch des Tempels. Also, rausgeschmissen haben sie uns zumindest schon mal noch nicht. Aber es fehlt ja auch noch ein... Wir müssen jetzt irgendwie auch noch... Mortata von Haus Lalu werden. Mal schauen, ob wir ihn danach fragen können. Nö. Okay, dann wollen wir mal schauen. Mortator. Hallo. Große Händler, gierig nach Profit. Jemand zu finden, dem ihr Vertrauen kommt, vielleicht unmöglich. Ihr werdet vielleicht mit Worten kämpfen müssen. Okay. Das ist unhilfreich. So. Geht nach Balmora, der Hauptstadt der Lalu. Ich glaube, dass die Ratsherren sich dort in einem Fürstenhaus mit vielen Räumen treffen. Gut. Wir sollen uns in Acht nehmen und jetzt erstmal nach Balmora reisen. Alles klar. So. Au. Und wir tragen wieder viel zu viel. Das heißt, ich würde ganz kurz vielleicht auch gleich machen können, ne? Ach Gott, da liegen ja noch Sachen oben drauf. Ups. Die habe ich das letzte Mal tatsächlich einfach übersehen. So. Die Schuhe können wir sowieso nicht gebrauchen. Gucken, passt das noch rein? Nein. So. Upp-di-dup-di-du. Das passt da auch nicht rein. Ich glaube, zwei davon passten auch nicht rein. Das heißt, das kommt gleich ins nächste. Ach Mist, das ist zu groß. Passt. Hast du hier reingepasst? Nein. Ach, da ist auch schon was drin. Ach, was soll's. Machen wir mal ganz kurz pragmatisch, bis die Entscheidung gefallen ist, ob das Häuschen da drüben fertig ist. So. Und die Reste schmeißen wir mal hier rein. Gürtel. Ring. Oberteil. Okay, passt. Das ist jetzt zumindest mal wieder ein bisschen weniger. So. Dann eine Runde auf nach Balmora. Es ehrt mich. Bitte sprecht. Vielen Dank.
Hallo, Reisen nach Balmora, bitte. Ich muss sagen, ich finde euch recht interessant. Sprecht weiter. Ob wir uns dann hier wieder vorbeibacken können oder... Der olle blöde Kuh, ach echt... Ah. So total dämlich stehen muss. Na gut. Willkommen. So. Einmal kurz schauen. Lokal. Okay, da oben ist der Rat. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Jo. Wenn wir sagen, wir speichern vielleicht mal wieder richtig ab. Ja, bitte speichern. Jo. Hallo, die Herrschaften. Ratsherren. Dies ist eine aktuelle Ausgabe vom Gelben Buch des Fürstenhauses Lalu. Es führt die derzeitigen Lalu-Ratsherren und ihre jeweilige Residenz auf. Gegen eine kleine Aufwandsentschädigung könnte ich euch mehr erzählen. Der Mann, mit dem ihr sprechen solltet, ist Crassius Curio. Sein Haus steht auf dem Lalu-Platz in Vivek. Von den Lalu-Ratsherren ist er derjenige, der euch am wahrscheinlichsten zuhören wird, was immer eure Anliegen sein mag. Ach du Scheiße. Kann ich euch helfen? Gut, das wird jetzt spannend. Wollen wir mal sehen, ob die Ordinatoren uns in Vivek angreifen oder nicht? Wenn nicht, müssen wir ein bisschen fliegen. Ich muss sagen, ich finde euch recht interessant. Sprecht weiter. Reisen. Hä? Oh. Nicht Zauber. Reisen, bitte. Nach Vivek. Mit Vergnügen. Bitte, sprecht nur. Und ich hier... bin ganz Ohr. Mache ich mal gleich den Flugbegleiter rein. Nicht, dass uns hier gleich irgendwas um die Ohren fliegt. Ist wäre nicht so dolle. Willkommen, nun, ihr seid... Sprecht zu mir. Was benötigt ihr? Ihr habt mich nicht gesehen. Gut, das hat schon mal funktioniert. Wir müssen zu dem Ding da drüben. So. Hüstel. Na gut, es hat funktioniert immerhin. Zumindest bis jetzt. Ja, da steht schon einer. Kacke. Wenn wir hier oben sind, dann können die uns nichts, hoffe ich. Gesehen hat er uns auch nicht. Zum Glück. Weil es gibt irgendeine Konstellation und Reihenfolge, bei der wir tatsächlich auch entsprechend angegriffen werden. Also. So, wir wollen zum Buch abbrechen. Pfandleier. Das ist das richtige Haus, wo wir hinwollen. Haus Curio. Ja. Ihr dürft sprechen. Das scheint zumindest schon mal soweit gut zu sein. Kenne ich euch nicht? Aha. Ja. So, nochmal speichern. Alles brav auf eigene Spielstände. Nun, wenn ihr den Ereverine seid, warum habt ihr die Prophezeiung nicht erfüllt? Achso, das ist wieder nur... Vielleicht wäre das ein guter Gedanke. Ja, ja, ja. Du. Ein Hortator ist ein Kriegsherr eines großen Hauses. Es handelt sich dabei um eine alte Tradition, die heute noch nur noch selten gepflegt wird. Ihr wollt Hortator werden? Oh, wie schade. Orvas drehen möchte nicht, dass ihr Hortator werdet und nur wenige Ratsherren wären bereit,
sehr drehens Missbilligung zu riskieren, aber wenn ihr mir eine kleine Schenkung von 1000 Draken geben wollt, könnte ich es überdenken. Ja, ja. Was für ein zuvorkommendes Geschenk. Woher wusstet ihr das Gold? Das ist genau das, was ich wollte. Aber nur in eurem Geschenk. Ich habe genau das, was ihr wollt. In meiner Eigenschaft als Ratsherr von Haus Lalu gebe ich euch meine Stimme für den Titel des Hortator. Vielleicht kann ich euch die anderen, euch noch einen Vorschlag machen. Gewiss könnt ihr Drambero überzeugen, eure Kandidatur als Hortator zu unterstützen, wenn ihr ihn findet. Orvas Drehen hat Nevena, Ules und Velanda Omani in der Tasche. Vielleicht solltet ihr einen kleinen Ausflug zur Drehenplantage machen, bevor ihr mit ihnen sprecht, und im Werderitter noch Ingling Halbtroll. Ingling Halbtroll ist ein Fremder wie ich, doch er versteht die Dumme einfach nicht so, wie ich es tue. Wenn ihr euch seiner entledigen wollt, würde das die anderen Ratsherren nicht besonders aufregen. Doch solltet ihr einen von uns töten, wäre das natürlich etwas anderes. Er lebt in Haus Ingling, in der Heiligen Olmswohninsel. Drambero ist sehr verschwiegen. Er wohnt hier irgendwo in Vivek. Ach, ihr könnt mich doch alle mal. Ah. Okay, das heißt erstmal zur Drehenplantage und dann grasen wir eine Runde Vivek ab. Ach du Schande. Muzera? Das könnte ein bisschen komplizierter werden, würde ich sagen. Ah. Ja. Ich würde sagen, wir machen auch mal ganz kurz den Hardcore-Test. Heilige Olms Wohninsel. Schauen wir mal, ob die Ordinatoren uns angreifen oder nicht. Okay, gut. Sie tun's nicht. Glück gehabt. Das heißt, wir können uns hier weiter gut bewegen, ohne dass wir Probleme kriegen. Dann sollten wir erst einmal... Können wir das kurz fassen? Du magst mich nicht, Ju? Ist aber schade. Drambero? Ich habe ihn in Heiligen Olms Wohninsel gesehen. Okay, sehr gut. Da ist nämlich auch... der andere her. So. Aber wo ist denn die? Das ist die da, oder? Ja. Also die hier schräg gegenüber. Einmal hier rüber. Ja. Dann würde ich erstmal oben auf dem Platz nachgucken. Aber das hier ist doch... schaut irgendwie richtig aus. Ja, sehr gut. Also bevor wir uns jetzt an die Arbeit machen und auch von Haus Lalu Hortator werden, würde ich sagen, unterbrechen wir hier kurz die Folge und wir hören uns in der nächsten wieder.